Du und 95% der Bevölkerung können nicht mit Geld umgehen. Doch was machen die 5% besser als der Rest? Und damit herzlich willkommen zu den Dividendensammlern. Heute mit mir, Michael, dem Bullen. Also, unser heutiges Thema soll sein: Was ist denn das Mindset der Freien? Sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also die 5%, die wissen, sag ich mal, wie man am besten mit Geld umgeht, um am meisten Wertschöpfung, sag ich mal, daraus zu generieren für sich selbst. Und Wertschöpfung nicht in dem Bereich, wie kann ich mir jetzt am meisten davon kaufen, wobei langfristig gesehen vielleicht schon. Lassen wir das erstmal so stehen. Wir kommen jetzt direkt mal hier, also wie bisher immer schon, wieder habe ich mal ein paar Seiten rausgesucht und werde hier wieder mit ein paar Daten um mich werfen, um das Ganze einfach nochmal zu untermauern, was ich hier vortragen möchte. Und zwar habe ich jetzt hier von deutschland.de so eine Statistik von einem durchschnittlichen deutschen Haushalt. Man geht hier von einem Bruttoeinkommen, ist uns egal, wir gehen jetzt mal hier von dem Netto von 3.400 Euro aus. So. Und was machen jetzt die meisten von diesem Netto? Mit 3.400 Euro kann man doch eigentlich einiges anfangen. Wie schon hier auch schon von Ihnen unterstrichen wurde, das meiste Geld fließt in den privaten Konsum. So, Konsum ist in der Hinsicht ja tendenziell, ich sag mal, böse, denn Konsum frisst nur Geld auf, bringt aber nichts mehr ein. Wir wollen, haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, wir wollen den Konsumanteil reduzieren, um den Investitionsbetrag erhöhen zu können. So, kommen wir zu den Werten, wo der Konsum jetzt genau hinfließt. So, da kommt jetzt an erster Stelle einmal das Wohnen. Da habe ich gleich nochmal eine weitere Seite rausgesucht. Da ist die Frage, wie viel Wohnung brauche ich denn? So als Einzelperson, als Familie, wie auch immer. Und sobald dann die Familienplanung abgeschlossen ist, brauche ich nach wie vor die Vierzimmerwohnung? Oder würde mir es doch reichen, wenn ich dann wieder in eine Zweizimmerwohnung zurückziehe? Was jedoch aber die meisten nicht machen. Und das ist jetzt genau hier Thema von der nächsten Seite. Die zeigt einfach auf, dass über die Jahre der Pro-Kopf Quadratmeter, die Pro-Kopf-Quadratmeter-Anzahl stetig gestiegen ist. Ich kann mal die Grafik nochmal groß machen. Ist jetzt aber im Detail, also wir brauchen jetzt nicht die Zahlen im Detail durchkauen, aber man sieht letzten Endes, ist schon eine Entwicklung weiter nach oben. Und wenn man das noch weiter zurückgehen würde, würde sich die Entwicklung halt weiter fortsetzen und umso weiter man in die Vergangenheit geht, umso weniger Quadratmeter wären damals zur Verfügung gewesen pro Kopf. So, da ist jetzt die Frage, brauchen wir heute mehr Wohnungen als früher? Denn früher waren die eigentlich, konnte man auch glücklich sein mit einer kleinen Wohnung oder einem kleinen Haus, wie auch immer. Das muss man sich halt selbst fragen. Also jetzt hier unten nochmal als, wurde es nochmal genauer rausgenommen. Wo hatten wir das? Dass jeder, genau hier. Also jeder sechste Haushalt ist ein Einpersonenhaushalt mit im Durchschnitt 66,7 Quadratmetern an Wohnfläche. Und da stellt sich halt hier die Frage, ob man jetzt als Single-Haushalt hier fast 70 Quadratmeter Wohnfläche braucht. Das sind zweieinhalb Zimmerwohnungen wahrscheinlich, so um den Dreh rum.
Ja, ist die Frage, wie gesagt, ob das wirklich notwendig ist oder ob es nicht sinnvoll wäre, als Einzelperson vielleicht sogar in eine WG zu ziehen. Das können wir dann gleich nochmal in unserem Beispiel von Max Dividende durchspielen. Aber ja, das wäre jetzt halt eins so ein Punkt. Brauche ich so viel Wohnfläche, wie ich aktuell habe, oder würde vielleicht auch weniger ausreichen? Das wäre jetzt schon mal ein so ein Punkt, weil, wie gesagt, macht es mich glücklicher, jetzt 5 Quadratmeter mehr Wohnfläche zu haben? Oder macht es am Ende einfach nur mehr Arbeit und ich muss das Ganze halt am Ende auch noch putzen? Okay, so viel zur Wohnung. Wie gesagt, muss sich natürlich jeder selbst Gedanken machen. Natürlich kommt es auch, ist das alles eine Frage von Angebot und Nachfrage. Aber das wollte ich jetzt mal nur so in den Raum mal reingeworfen haben. So, kommen wir zum nächsten Punkt der Ernährung. Ja, ich denke, da, also man kann sich natürlich schon immer überlegen, brauche ich jetzt unbedingt ein Rindersteak jede Woche einmal oder tun es auch als normales Essen? Ansonsten, man sieht jetzt hier natürlich nicht aufgeschlüsselt, wie viel das jetzt oder was jetzt genau eingekauft wurde. Beim Essen kann man natürlich trotzdem gut, aber auch günstig einkaufen. Also da würde ich jetzt das Einsparpotenzial, ja, ist jetzt eingeschränkt, weil essen muss man einfach. So, der nächste Punkt ist aber schon wieder ein Thema, was dann relevant ist, und zwar der Verkehr. Also dazu zählt dann der PKW, also die Kraftfahrzeuge, aber auch der öffentliche Nahverkehr. Diese ganzen Kosten fließen da rein. Und da ist einfach die Tendenz so, dass, wäre jetzt die Frage, braucht man unbedingt ein Neufahrzeug? Oder tut es einen Gebrauchter? Oder brauche ich überhaupt ein Auto? Weil es ist die Sache, das Auto steht den ganzen Tag nur rum, wird zweimal bewegt zur Arbeit, von der Arbeit. Und da fragt man sich, ob einem nachher es wert ist, dafür, ich sage jetzt mal, eine Stunde am Tag, die man arbeitet, von den 8, nur für das Fahrzeug zu arbeiten. Weil mehr oder weniger wird es darauf hinauslaufen, wenn man die Kosten quasi umrechnet. Und ja, da ist jetzt die Frage, ob man nicht vielleicht lieber mit dem Fahrrad fährt, zu Fuß gehen kann. Das kommt natürlich immer auf die Gegebenheiten drauf an, aber auch längere Strecken sind mit dem Fahrrad durchaus machbar. Man kann vielleicht sogar sich überlegen, sich ein Elektrofahrrad anzuschaffen. Die sind in der Anschaffung einmalig vielleicht etwas teurer, aber in dem Unterhalt halt deutlich günstiger als jetzt zum Beispiel ein PKW. Da entfallen die ganzen Versicherungen. Klar, Strom muss man trotzdem zahlen, aber wie gesagt, Versicherungen, Steuern und so weiter, das fällt halt schon mal weg. Und auch der Strom ist jetzt günstiger tendenziell, als das bei Benzin der Fall ist. Und im Zweifelsfall kann man ja immer noch treten. Wie gesagt, das sollen nur Überlegungen sein, wo ihr euch überlegen könnt, wie ihr das Ganze reduzieren könnt. So, kommen wir zum nächsten Bereich der Freizeit. Da ist jetzt wieder die Frage, muss ich unbedingt Geld ausgeben, um Spaß zu haben? Oder eher, um glücklich zu sein? So, da kommen wir jetzt nämlich zum nächsten größeren Thema. Und zwar, jetzt Thema Glücksforschung. Was jetzt die eigentlichen Punkte sind, die einen glücklich machen. Die wurden hier einmal von Glücksforschern zusammengefasst, hier stichwortartig, also eine stabile Beziehung und im besten Fall noch heiraten laut denen, macht einen glücklich. Freundschaft macht glücklich. Geselligkeit. Gesundheit.
einen den eigenen Fähigkeiten entsprechenden Beruf, Kinder, ausreichend Geld zur Erfüllung der Grundbedürfnisse. So, also alle diese Themen oben haben erstmal nichts mit Geld zu tun. Und das untere ist nur, hat mit, in dem Fall mit Geld zu tun, um die Grundbedürfnisse zu erfüllen. So, zu den Grundbedürfnissen würden halt, das war hier ganz vorne, Wohnen und Ernährung in dem Fall dazu gehören. Der Rest ist alles schon Luxus, kann man sagen. Aber auf die anderen Punkte gehe ich jetzt nicht weiter drauf an, ein. So, und um jetzt an der Stelle das richtige Mindset zu bekommen, wäre es jetzt wichtig, sich immer zu überlegen, bei jedem Euro, den man ausgibt, macht diese Ausgabe oder das, was ich damit kaufe oder erwerbe, macht mich das glücklich? So. Und jetzt hier, man kauft sich einen neuen Geländewagen. Im ersten Moment super, aber macht er dich auf Dauer glücklich? Ist jetzt wieder an der Stelle die Frage. Und ja, da sollten dann schon die ersten Zweifel kommen und überlegen, ja, brauche ich das wirklich? Also wichtig immer, wie gesagt, nochmal auf den Punkt zu kommen, nochmal wiederholt, überleg dir ganz gut, für was du dein Geld ausgibst, macht es dich glücklich, dann nur zu, macht es dich auf Dauer nicht glücklich, dann lass es. Und am besten, gerade bei so großen Investitionen, sich auch genug Zeit geben, um sich das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, weil irgendwann wird man dann selber merken, ach, eigentlich brauche ich den großen Geländewagen gar nicht. Ein kleines Auto tut's auch. Genau. Ja, das sind jetzt, wie gesagt, so die Punkte, die einen hier unterscheiden von denjenigen, die halt frühzeitig dann in Rente gehen können und dann sehr glücklich sind, weil sie dann viel Freizeit haben. Und wir kommen mal nochmal zu der anderen Seite. Hier haben wir nämlich nochmal andere Punkte. Ist letztendlich auch nochmal, was ist Glück oder was macht Glück aus? Hier haben sie nochmal Vertrauen, dann Kohärenz, das ist sowas wie mit sich selbst im Reinen sein, so hätte ich das jetzt an der Stelle verstanden, einen Sinn für das eigene Leben finden. Und wenn man halt einfach dauerhaft im Hamsterrad gefangen ist, man immer oder man gezwungen ist, bis Ende seines Lebens quasi fast zu arbeiten, dann ist es schwierig, darin einen Sinn zu finden. Okay, wir machen es mal nochmal ganz kurz. Kommen wir nochmal auf das Haushaltsbuch von dem Max Dividende zurück. Hier sieht man nochmal unser Beispiel, Haushaltsbuch von dem Max Dividende, wie er dann monatlich 100 Euro zurücklegen kann. Das ist ja das, was wir so quasi als Minimum festgelegt hatten oder empfehlen würden, was auf jeden Fall machbar sein sollte, was man auf die Seite legen kann. Im Gegenzug hatte ich dann mal im Rahmen von meinem Fire-Video nochmal ein anderes Haushaltsbuch entwickelt, bei dem er halt eben deutlich sparsamer ist und gerade die Punkte, die ich jetzt unter anderem angesprochen hatte, umgesetzt hat. Also hier zum Beispiel ist er oben in eine WG umgezogen. Dann bei der Verpflegung, ich weiß jetzt gar nicht mehr, hat er da auch, ja, da hat er auch ordentlich nochmal was eingespart, weil er als Einzelperson 250 Euro sind doch relativ viel. Bei der Mobilität hat er sein Auto abgeschafft und ist jetzt dann quasi nur noch mit dem Fahrrad unterwegs. Und so zieht sich das halt durch. Und am Ende macht es einfach bei ihm hier 1300 Euro im Monat aus, die er mehr investieren kann. Und was einfach 1300 Euro ausmachen, wir haben jetzt hier noch das mit den 100 Euro drin. Wenn wir jetzt das auf die 1400
erhöhen, dann sieht man einfach, dass er potenziell nach 23 Jahren hätte er die erste Million erreicht. Nach 23,4, aber so. Jetzt können wir mal durchschauen. Nach 20 Jahren hätte er bereits eine monatliche Rente von hier fast von 2.400 Euro. Davon gehen noch Steuern ab, aber 2.400 Euro brutto, davon 25% runter, ist trotzdem noch mehr, als er aktuell verdient. Und dabei zahlen wir gerade mal 4% von dem Betrag aus und wir machen jährlich 7% Gewinn. Das heißt, wir machen trotz, also das Geld vermehrt sich trotzdem noch um 3% im Jahr und schlägt damit nach wie vor die Inflation. So, deswegen ist jetzt die Frage, das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel an der Stelle, aber auch Kleinvieh macht Mist. Also allein schon, wenn wir jetzt sagen, 100 Euro ist nach hier 58 Jahren, wenn wir jetzt sagen, man kann 200 Euro einsparen, dann sind es, macht das direkt mal 10 Jahre Unterschied aus, also wann man Millionär wird. Wann man jetzt hier in die Rente gehen kann, müsste mal schauen. Ja, mit 40, nach 40 Jahren 200 Euro investieren. Also wäre natürlich in dem Fall schon bei Renteneintritt in dem Fall. Aber wenn man das jetzt für seine Kinder macht, dann ja, haben die auf jeden Fall einen sehr guten Vorteil an der Stelle. Nun gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Heute mit mir, Michael, dem Bullen. Und wenn ihr noch weitere Videos von dieser Art sehen möchtet, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Oder wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann betätigt doch, dann abonniert den Channel und vergesst nicht auch die Glocke zu betätigen, damit ihr auf weitere Videos von den Dividendensammlern aufmerksam gemacht werdet. Und damit wünsche ich noch einen schönen Tag.